Es geht weiter mit Lufthansa in die Ferien und zwar nach Mallorca mit Großraumflugzeugen. Ja, ganz genau. Die Swiss hat des Weiteren eine Forderung, die ich gestellt habe, umgesetzt. Okay, es ist nicht umgesetzt worden, weil ich es gefordert habe. Und des Weiteren gibt es bei der Swiss eine Streckenstreichung nach Asien. Mein Name ist Lars Korsen. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch an diesem heiligen Sonntagabend. Und zwar in dieser Folge solltet ihr natürlich wie immer den Abonnierbefehl frönen. Ja, ganz genau, frönt, indem ihr die Glocke nebenan macht, nachdem ihr abonniert habt. Aber auch unten kommentiert und ganz, ganz wichtig, ein Like da lassen. Das ist wichtig für den Algorithmus. Vor allem, wenn ich hier am Pool stehe, wer die Folge heute Morgen gesehen hat, ihr wisst, wo ich bin. Die, die es nicht gesehen haben, schaut die Folge euch nachträglich an. Ja, wollen wir einfach mal anfangen mit dem ersten Thema. Die Einflottung kommt später. Ja, ganz genau, es gibt Verschiebungen bei der Lufthansa weiter. Und zwar hatte man ja letztes Jahr im Mai hatte man ja angekündigt, 2021, dass man Flugzeuge kurzfristig einflotten möchte, die A350er. Von der Philippine Airlines. Dann konnte man noch sich ein paar Dreamliner zu einem Schnäppchenpreis besorgen. Und das ist dann etwas, naja, sage ich jetzt mal so, in die Hose gegangen. Warum? Die Philippine Airlines Flugzeuge sind noch nicht fertig umgerüstet worden, aber da scheint es jetzt Verbesserungen zu geben. Aber die 787, das macht wohl anscheinend doch bei der Lufthansa Sorgen. Ja, ich weiß, ich erwähne es auch nochmal, die 777 von Boeing macht auch Sorgen. Also da schauen wir einfach mal. Man ist aber bei Lufthansa optimistisch. Also nichtsdestotrotz schauen wir uns das einfach mal an. Das in der Business Class, natürlich mit der 121 bei der Philippine Airlines, die Leute das nicht erwarten können. Ziele sind ja damit Kanada. Also insofern mit der 787 sind Kanada. Hat auch die Business Class Bestuhlung. Also insofern hoffen wir, dass die Flugzeuge relativ schnell kommen. Des Weiteren sollte man natürlich auch erwähnen, vielleicht hat die Lufthansa auch demnächst, bevor ich hier wegfliege mit dem Wind, noch ein paar andere 350er in dem Portfolio. Warum? Weil Aeroflot diese zweite 350er nicht abnimmt. Ja, das ist so. Und Carsten Spohr hat hier auch gesagt, ich will, während du hast, aber billig. Das nächste Thema ist nach Palma de Mallorca. Natürlich ist es jetzt wieder so, dass man gerade jetzt in den Osterferien nach Palma fliegt. Wer sich kurz entschlossen nach Palma in einer 747 oder 350 bewegen wollte, dem muss man natürlich jetzt leider sagen, du bist zu spät. Deshalb muss man einfach gucken, dieses Szenario soll es eventuell auch wieder weiterhin geben, auch nach Ostern. Dann seid ihr nicht zu spät, weil die Lufthansa einfach den Nachholbedarf sieht, aber auch die Flugzeuge nicht durch einige Luftraumsperrungen, aber auch durch Nicht-Anfliegen von China anbietet. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei der Swiss eine neue Neuigkeit aus China, ja ganz genau. Und zwar hat man den Flugverkehr nach Shanghai eingestellt. Das lohnt sich selbst mit der Cargo nicht. Das hat man einfach gemacht bis zum 4. Mai. Mal schauen, ob es danach wieder eingesetzt wird. Und es liegt an den strengen Ausgangssperren, die in China herrschen. Shanghai hat einen Lockdown und damit macht es natürlich keinen Spaß, dass man da hinfliegt. Also insofern, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Verlust ist, weil es waren ja eh regelmäßige Reisen nach China im Moment nicht möglich. Ich selber, wenn ich nach Shanghai geflogen wäre, wir haben ja die AGM, also das heißt das Summit von der IATA dort gehabt eigentlich, aber das ist nach Doha verlegt worden im Juni, also das heißt, man rechnet selbst von der IATA-Seite nicht, dass da etwas passiert. Essen, Trinken, Wein, Weib und Gesang, das ist ja das, was Mario normalerweise macht. Mario frönt ja zum Beispiel im Moment gerade in, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, es war ja nicht Philadelphia, sondern es war Pittsburgh. Pittsburgh Steelers ist die Brücke für mich. Und da gibt es ja schon lange bei der Swiss, aber auch bei der Lufthansa und bei der Austrian dieses Buy-on-Board-Konzept. Und wenn man dieses Buy-on-Board-Konzept macht, gibt es leider nicht die Möglichkeit für uns, die Sachen zu bestellen. Aber halt! Und zwar sagte Dieter Franks, das ist der CEO von der Swiss, dass man das eventuell einführen möchte. Das heißt also, nachdem man die Maskenpflicht seit dem 1. April aufgehoben hat, merkt man natürlich, dass es da hinsichtlich der Nachfrage eine Erhöhung gab. Und deshalb gibt es dieses Savers Pre-Order
oder aber Savers to go. Wie funktioniert das Ganze? Savers Pre-Order ist ganz einfach so, dass man natürlich, wie der Name sagt, das vorbestellt. Das ist genau das, was ich gefordert habe. Warum? Weil ich möchte mich verlassen können, dass das Essen da ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass gewisse Essen am Ende dann überzählig bleiben. Und deshalb gibt es dann diese Savers to go Konzept, dass man ab Mittwoch, dem 20. April, dann auch bestellen kann. Also, was soll man dazu sagen? Coole Sache. Gilt auch übrigens für die Langstrecke. Gibt es noch etwas, was ich euch dazu sagen muss? Nö, ich finde nicht. Ich finde dieses Engagement von der Swiss relativ gut, dass man sich gegen dieses Food Waste engagiert. Aber auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir als Passagiere die Möglichkeit haben, uns auf das Essen verlassen zu können. Ich selber sage jetzt um 17:45 hier in Kalifornien, danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Lufthansa Group Update Takeoff, ja, das ist die längste Serie, die wir eigentlich haben, zugeschaut habt. Aber denkt dran, den Kanal zu abonnieren, aber auch die Glocke anzumachen. Ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren und ein Like da zu lassen. Morgen wieder in alter und in frische, ne? Am Montag, denke ich mal, werde ich euch eine Folge bringen. Vielleicht gibt es am Montag eine Überraschung. Sven, wann fliegst du am Montag? Sven fliegt am Abend. Vielleicht schaffen wir es nochmal, so einen kleinen Live-Feed vom Flughafen zu machen. Müssen wir mal gucken, ob wir das nachmittags einbauen können. Sven nickt hinter der Kamera. Er ist freudig erregt. Ja, er ist freudig erregt. Ich auch. Also danke, dass ihr dabei wart und bis dann. Ciao.